zusammen und willkommen bei Whisky Space. Heute habe ich den Nichnin hier. Diese Flasche wurde ja letztes Jahr extrem gehypt. Gerade die erste Abfüllung von Batch 1. Die war ja in 0, nichts ausverkauft und dann sind die Preise, was weiß ich, ins Unermessliche gegangen, über 100 Euro und sonst was. Mittlerweile ist der ganz gut im Preis, so um die 50 Euro zu bekommen. Ich glaube, Batch 2 und Batch 3 bekommt man momentan so. Das ist Batch 3, die dritte Abfüllung. Zu Nichnin selbst. Die Brennerei wurde gegründet von Annabel Thomas 2013. Das Besondere daran ist, dass es komplett organisch ist, also aus erneuerbarer Energie. Also es ist eigentlich der Bio-Whisky, kann man sagen. Ja. Und alleine die Verpackung auch, ja. Man sieht, wie hochwertig das ist, aber man merkt auch, dass es irgendwie, es hat schon was, so, ich denke an die Natur und deshalb mache ich das jetzt so. Was ich ja schön finde, ja. Obwohl ich natürlich andere Sachen, was jetzt Bio angeht, vielleicht noch wichtiger finde, wie den Whisky biologisch herzustellen. Aber das ist meine Meinung. Aber prinzipiell ist es eine super Idee. Da hinten steht ja auch drauf, made by nature, not by rules. I started Nichnin to change the way the world thinks about whisky from Scotland. My mission was to create a whisky which could exist in harmony with this planet we call home. Since 2017 we've been distilling whisky with organic Scottish barley using 100% renewable energy. Also wie gesagt, erneuerbare Energie, smooth and elegant. Our whisky is easy going and delicious however you drink it, but especially good with soda. Naja, weiß ich jetzt nicht. I find I can taste citrus, peach, apricot and spice. I hope you'll love it as much as we do, Annabel X. Ja, dieser schöne Whisky ist mit 46 Volumenprozent abgefüllt, natürlich nicht gefärbt. Wäre ja auch ein bisschen blödsinnig bei Bio, Organic und so weiter, wenn die färben würden. Das Design, man sieht schon, dass es eine von einer Frau ist, finde ich. Aber finde ich ziemlich cool. Also es hat so, ja, wie diese Unterwasserpflanzen ein bisschen. Und das Allercoolste ist, das kommt jetzt. So, seht ihr das? So. Tja. Jetzt kommt die tolle Buddel raus. Und die ist wirklich überragend. Hübsch. Ja, also hat was von einer Gin-Flasche, aber finde ich schon sehr, sehr cool gemacht. Auch hier ist es richtig so eingelassen, also eingraviert, diese ganzen Pflanzen, Unterwasserpflanzen. Ganz, ganz toll gemacht. So. Und jetzt kommt, Achtung. Tada. Na, ich muss gar nichts machen. Zauberkräfte. Na, du schaffst es. So. Alright. Dann verkosten wir den mal. Zu den Fässern gibt es zu sagen, dass der Whisky reift in Ex-Bourbon und STR-Weinfässer, also Rotweinfässer. Dieses STR-Prinzip, das wurde entwickelt von Dr. Jim Swan. Das heißt übersetzt, wo Shave, Toasted and Recharred. Diese genau wie das, also es wird ausgebrannt, es wird rasiert und dann wird es nochmal weiter noch mehr ausgebrannt, also damit es eben diesen speziellen Geschmack bekommt. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Fachmann dafür. Aber ja. Nee, aber auf jeden Fall war das schon krass, letztes Jahr da mitzubekommen, wie
die Flasche da wegging, also das Batch One, da ruckzuck, ungefähr so wie bei Waterford, das war ja auch am Anfang so, wo sich der Hype dann jetzt mittlerweile auch gelegt hat. Und ja, Batch 1 und 2 hatte ich nicht. Vom Nichnin Organic Single Malt Scotch Whisky. Die Flaschen, die sind übrigens auch wieder verwertbar, klar, was auch sonst. Dann probieren wir das mal. Holzkorken sehe ich gerade, sehr schön. Weiß jetzt nicht, ob man zieht. Natürlich ein junger Whisky. Ja, das muss man natürlich sagen. Der ist vielleicht, naja, vielleicht knapp 3 Jahre alt. Für die Vitrine eine Wahnsinnsflasche. Da gibt es nichts. Mal schauen, ob der Whisky auch dementsprechend gut schmeckt. So. Aber es ist schon cool auch jetzt mal, dass das so eine Brennerei gibt, die nur aus Bio, also so erneuerbare Energie, also da so komplett den Wert drauf legt. Das finde ich schon super. Ist ja wie bei Waterford in Irland auch ähnlich. Weiß nicht, ob es da auch genauso ist. Es ist auch biologisch, aber bei denen ist es auf jeden Fall klar. Schauen wir mal, was die Nase sagt. Bei unserer Batch 3 nicht nie. Okay. Relativ mild. Orange, fruchtige Orange. Und sogar leichte Vanille. Eiche. Frische Eiche. Dann habe ich auch sowas, so eine Frucht. Mir fällt es gerade nicht ein. Ja, dann vielleicht die leichte Trockenheit vom Rotwein, doch. Eine Birnenschale, ja genau, Birnenschale. Das hat ja aber ein bisschen dieses leicht trockenbittere auch. Säuerlich. Säuerlich ist auch ein bisschen. Ja, aber ganz schön. Jetzt nicht komplex, aber für den Dreijährigen muss man sagen, Respekt. Der könnte auch locker 6 bis 8 Jahre im Bock haben. Na gut, dann probieren wir mal das Lange. Ui! Die 46% schieben ganz schön. Wow! Aber dann kommt wirklich so eine schöne Frucht durch. Auch so eine Saftbirne. Die leichte Trockenheit, die Birnenschale habe ich auch. Also leicht säuerliche, fruchtig. Und jetzt am Schluss dieser trockene Abgang, der normal ist, so vom Rotwein ist. Vanille habe ich jetzt nicht im Geschmack.
Ja. Jetzt habe ich noch ein bisschen so hellen, na, der ist Bienenhonig in der Nase. Das ist alles ein bisschen heller. Auch jetzt nochmal die dunklen Noten, die man eigentlich so vom Rotwein hat, die habe ich jetzt nicht. Aber nicht schlecht. Es geht auch wirklich von dieser Frucht, dieser saftigen Birne in die Birnenzeste, über in diese leichte Trockenheit über. Also es ist ein schönes Wechselspiel zwischen dieser Fruchtigkeit, aus also dieser Süße und dann in das Bittersäuerliche. Der Abgang ist also nicht erwähnenswert. Relativ kurz, aber gut. Was will man erwarten? Dann wegen diese leichte Eichenwürze, die hat man auch, Pfeffrigkeit ein bisschen. Ja, aber ist gut. Im Allgemeinen, wie gesagt, kann man beschreiben als süß, säuerlich, mit einer leichten Bitterkeit und Trockenheit im Abgang. Eine gute Kombination für einen jungen Whisky, organischen, Organic Whisky. Ja. Nee, ist gut. Bewerten. Jetzt habe ich am Schluss was Interessantes am Ende. Bisschen so was Muffiges. Ein ganz klein bisschen. Was aber eine interessante Note gibt. Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es ist nicht schlecht. Benotung für diesen Whisky. Würde ich ja eine 84 würde ich geben. Eine 84. Das ist übersetzt so eine 3 plus. 3 plus. Auf jeden Fall. Also wenn der mal das Doppelte an Alter hat oder wenn der mal 12 Jahre ins Land gehen, da kann da richtig was Geiles draus werden, das muss man echt sagen. Also wenn der da bei so knapp 3 Jahren oder was der hat, schon echt so gut ist. 0,3 plus ist echt eine solide Note. Nee, da können wir uns noch auf was freuen in der Zukunft. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Whisky Space. Bis dann, macht's gut.